Leute, bevor es losgeht mit dem ersten Part von Fire Emblem Heroes, eine kleine Randinformation. Ich sage am Anfang Let's Test und es wird doch als Let's Play fortgeführt. Und zwar ist es so, dass ich schon während der Aufnahme schon so nachgedacht habe, ich könnte dies doch als Let's Play machen. Dies erwähne ich auf jeden Fall schon am Ende des ersten Parts. Also, damit ihr schon mal informiert seid. Und ja, das war's eigentlich schon. Und dann würde ich sagen, ja, Qualität auf dem Handy ist ein bisschen kacke, aber ist mir Rille. Aber wie nachdem gesagt, würde ich sagen, viel Spaß bei dem ersten Part von Fire Emblem. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Test Fire Emblem Heroes. Seit gestern ist es schon draußen und ja, da muss ich erstmal schon was von hinwegnehmen. Ich werde trotzdem erstmal starten. Die Musik ist ja interessant. Ich weiß nicht, ob das so für Fire Emblem typisch ist, aber um auf den Punkt zu kommen, ich muss also euch was gestehen. Ich glaube, ich werde sowas von in die Fresse bekommen. Aber es ist mir egal. Aber jedenfalls. Ach so? Sonst hat er vorher angezeigt, hier muss das und das noch heruntergeladen werden. Obwohl ich das sogar schon zum ersten Mal gemacht habe. Okay, dann werde ich es kurz halten. Jedenfalls. Ich muss euch da was beichten. Ich habe mich eigentlich nie für die Fire Emblem Serie interessiert. Aber. Es ist ja. Würde ich es jetzt so hinzufügen, als Strategiespiel, so was ähnliches wie Clash of Clans oder Clash Royale. Naja, von den beiden Spielen bin ich jetzt nicht so. Wenn es meist Leute zocken, okay, aber mein Ding ist es nicht. Ist auch egal. Spielt auch nicht so eine Rolle. Jedenfalls mische ich mit Fire Emblem Heroes einen Neustart anfangen quasi, weil. Ich möchte mich auf jeden Fall mit der Serie zusammensetzen, quasi, weil ich sie nie in meinem Leben angefasst habe, geschweige denn überhaupt gespielt und sonst sowas. Deswegen möchte ich mit diesem Let's Test erstmal quasi meinen ersten Eindruck haben, wie so generell die Serie ist und auch aufgebaut und das Gameplay generell, weil ich weiß davon überhaupt nichts und ja. Erstmal, damit ihr es verstanden habt. Und was ist ja? Alle Daten wurden heruntergeladen. Der Eröffnungsfilm beginnt nun. Bitte stell die Lautstärke so ein, wie sie für dich angenehm ist. Gut. Mann, ich habe schon 3, 4 Aufnahmen gemacht und es ist auch mal automatisch gestoppt. Na, verdammt. Okay. Das war's schon. Und let's go! Gib den Namen für deinen Charakter ein. Du kannst maximal 12 Zeichen verwenden. Und du kannst den Namen später ändern. Einige Sonderzeichen sind inaktiv.
nennen wir ihn einfach so, wie ich auch normalerweise heiße. Das passt schon. Wenn man es sowieso immer wieder ändern kann, naja, warum nicht? Der Eröffnungstrailer, Film, je nachdem, fand ich ganz nice auf jeden Fall. Lass die Aufnahme bitte nicht automatisch stoppen, ey. Ah, ich will nicht. Aber gut, weiter. Bitte wähle das Geschlecht eines Charakters. Wir sind natürlich männlich. Ich hätte so auch gerne mit Facecam gemacht, aber bei einigen Testaufnahmen mal ging es nicht. Deswegen habe ich es sein lassen. Einleitung Teil 1. Das andere habe ich nicht mehr lesen können. Na gell. Oh, du bist hier? Dann hat das Ritual ja wirklich funktioniert. Du hast unsere Rufen endlich gehört. Oh, legendärer Held aus einer anderen Welt. Vielen Dank, dass du erschienen bist, um deinen Platz in unsere Legende einzunehmen. Dann wisse, unser Königreich steht am Rande des Abgrunds und du wirst... Halt, warte mal. Bist du wirklich unser legendärer Held? Du siehst ganz anders aus, als ich erwartet hatte. Was meinst du? Du möchtest das wissen, wo du bist? Und wie du hier gelandet bist? Na gut, du bist in... Ha! Erwischt! Mist! Wir haben es, die Emplaner, nur so schnell hierher geschafft. Tritt zur Seite, ich kümmere mich um ihn. Tu dir keinen Zwang an. Also, dann bewegen wir uns mal. Gut. So. Okay. Now, attack. Nun der Angriff. Onward. Es ist bis jetzt ganz easy. Okay, okay. Das ging ja schnell. Yay, Level 2. Gut, aber als Kommandantin muss ich mich weiter anstrengen. Stage clear. Ja, so eine Art Tutorial-Level. Okay. Mit dem sind wir zum Glück spielen fertig geworden. Ich heiße Anna. Ich bin die Kommandantin der Wächter von Ask. Oder so ähnlich, wie man das auch ausspricht. Wir glauben daran, dass die Helden frei leben sollten, unsere Gegner aber versklaven sie. Diese Wiedlinge, dieses Reich hat Portale zu Welten, aus denen Helden zu uns kommen. Hast du schon mal von der Welt von Awakening gehört? Von der Welt von Vermächtnis? Oder der Welt von Herrschaft und es gibt noch viele mehr. Das Emlanische Imperium fällt in diese Welten ein und versklavt deren Helden, so dass sie dem Imperium dienen müssen. Wir kämpfen darum, ihnen die Freiheit wiederzugeben. Dieser Soldat kam vom Emlanischen Imperium, welches bald in unserer Nachbarreich Ask einfallen wird. Ich suchte so verzweifelt nach Hilfe, dass ich einen Beschwörungsritus abhielt. Und so bist du hier aus dem Nichts erschienen. Das ist Glück für uns, aber uns bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen rasch handeln, wenn wir unser Reich retten wollen. Dann. Es geht los. Einleitung 2. Die Legende. Das Wichtigste zuerst. Ich habe dich mit Hilfe des heiligen Breiterblick. Okay. Herbeigerufen. Das ist der Name eines Relikts, das ich hier habe. Es schießt etwas aus ihm heraus, wie in Legenden beschrieben. Aber Breiterblick sieht nichts aus wie irgendeiner der Bogen, die ich bis jetzt gesehen habe. Die Legende nennt ihn auch den wahren Schlüssel, der, wenn er hoch in die Luft gehalten wird, einen
legendären Helden herbeiruft, welcher den Bogen führen kann. Und das tat ich. Und nun bist du hier. Also gehört er dir. Ich hoffe, du findest heraus, wie man mit dem Ding... Das ist sie! Schnappt sie euch! Verdammt! Noch mehr von diesen emblanischen Soldaten. Ich kann sie nicht allein besiegen. Und du bist nicht dafür ausgerüstet, um mir zu helfen. Na dann gib mir doch irgendwas, verdammt! Damit ich dir helfen kann, aber nee, du lässt ja irgendwie auch nicht zu. Du rennst. Ich halte sie auf. Nimm breiter Blick und dann nichts. Wie weg von hier, Justin. Was war das? Dieses strahlende helle Licht? Das... Mein Name ist Vilion, der beste Bogenschütze aus dem schönsten aller Reiche. Sehr erfreut. Du hast einen Helden beschworen, Justin. Wie hast du das gemacht? Du nimmst Breitachblick einfach nur hoch und schon rufst du Helden herbei? Und der Soundtrack im Hintergrund ist richtig nice. Aber jetzt ist keine Zeit für ein Schwätzchen. Dieser Virion und ich müssen kämpfen. When using a bow, you must keep space between you and your foe. Setzt du einen Bogen ein, musst du Platz zwischen dir und dem Feind lassen. Gut so. Jetzt so hier hin. Für den Anfang so ein bisschen Schaden. Okay, was machen wir jetzt mit der? Würde ich jetzt gleich direkt angreifen, würde ich sagen, ja. Ja, Strategie-Spiele sind halt nicht so meins. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja doch was für mich. Und es ist ein Nintendo, komm schon. Sowas ist immer nice. Mein Spezialangriff Nachthimmel ist bereit für den Einsatz. Er aktiviert sich, nachdem ich eine bestimmte Anzahl von Aktionen im Kampf ausgeführt habe. Sobald mein Spezialangriff bereit ist, führe ich ihn aus, wenn ich das nächste Mal jemanden angreife. Also gut, Angriff! Jo. Yes. Nächster Angriff. We will triumph. In your face! Das war nice. Das war richtig nice. Level up! Level 3. Dann nochmal ein paar Stats boosten. Gut. Aber als Kommandantin muss ich mich weiter anstrengen. Okay, das haben wir jetzt auch soweit geschafft. Nice. Warum ist sie jetzt grau hinterlegt? Das war merkwürdig. Eine Frage, bevor ich weitermache. Gibt es in dem Spiel vielleicht sowas wie Save Points? Und nicht, dass man durchwascht von A nach B, ohne mal gespeichert zu haben. Nicht, dass ich abbreche und dann muss ich wieder von vorne anfangen, weil das will ich nämlich nicht. Na gut, machen wir weiter. Wir haben gewonnen und das verdanken wir allein dir, Justin. Denn niemand von uns Wächtern von Asgard kann Helden beschwören. Ha, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass du der legendäre Held bist. Du wirst es sein, der unser Reich rettet. Unsere Gruppe ist klein, Beschwörer. Aber ich heiße dich in unseren Reihen willkommen. Bitte hilf uns, weitere Helden für unsere Mission zu finden. Nun, da du bei uns bist, können wir den Kampf gegen das Imperium gewinnen. Ich weiß ganz einfach, dass das so ist, Justin. Ah, vielleicht war das jetzt komplett das Tutorial. Ah, okay, ich weiß Bescheid. 15 Sphären enthalten? Sphären? Ja. Solche kugelartigen Teile. Was? Wieder mehr? What? Okay, gut, dann... Ich habe es vielleicht doch vor, es Let's Play zu machen. Dann sorry nochmal für den Anfang, dass ich Let's Test gesagt habe und... Ja. Okay, dann würde ich schon mal sagen, ich mache das hier erstmal privat.
Und der Part ist etwas kurz, ich weiß. Aber ich würde sagen, wenn euch dieser erste Part von Fire Emblem Heroes gefallen hat, dann würde ich sagen, gebt gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, je nachdem, wie ihr es fandet. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Fire Emblem Heroes. Ciao.